Deutschland haben wir gestern die Engländer weggeputzt. Yeah, wie geil. Wie habt ihr gestern das Spiel geguckt? Wo, wie, wer, mit wem? Keine Ahnung. Erzähl's mir, ich will's wissen. Wir haben hier bei uns in der Wohnung lecker Party gemacht mit ein paar Leuten. Haben schön draußen auf dem Balkon gegrillt und sind anschließend noch in Richtung Innenstadt gelaufen, wo dann die große Party abging. Ja. Schreibt mir mal, wie ihr das alle so gemacht habt. So. Ja, ihr müsst euch übrigens nicht wundern, ich habe heute ein bisschen Streit mit meinen Haaren. Irgendwie wollen die nicht so. Also die wissen nicht, ob sie dahin sollen oder dahin und keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht. Die können doch, glaube ich, alle ab. Alle weg. Die gehen mir alle auf die Nerven hier. Geht so nicht. Ah! Ja. Egal. Ja. So. Sarah hat mich getaggt mit dem Schlafmützen-Tag. Und ich habe mir die Fragen auf einen Zettel geschrieben und werde diese jetzt nach und nach einfach mal beantworten. Ich hoffe, ich komme mit der Zeit hin. Frage Nummer 1, fangen wir gleich mal an, lautet harte oder weiche Matratze? Ich musste meinen Freund fragen, denn er ist bei uns der Experte. Die Matratzen sind, wie er mir mitteilte, hört sich scheiße an, ne? Egal. Also er sagte mir, das sind mittelharte, was auch immer, Matratzen. Also wir haben zwei, wir haben so ein 1,80 Meter, glaube ich, breites Bett mit zwei Einzelmatratzen. Und dann fragte ich ihn, muss ich dazu noch irgendwas wissen? Und er sagte, jupp, die sind aus Latex. Ich sag, was? Ich sag weiter, ja, die sind punktelastisch. Super. Merke ich zwar nichts von, aber naja, egal. Ich kann drauf schlafen und es sind Matratzen. Wir haben ein Bett, ich bin sehr froh darüber. Ich muss nicht auf dem Boden schlafen. Ja, egal. Zweite Frage, Rollläden hoch oder runter? Wir haben im Schlafzimmer leider keine. Also wir haben nur so ein blödes Rollo innen am Fenster, was nicht wirklich abdunkelt, weil an den Seiten und nach oben hin noch Licht reinkommt. Dann haben wir, weil uns das zu hell ist, noch einen Vorhang davor. Trotzdem ist es mir nicht dunkel genug. Wir müssen da noch irgendwas machen, meiner Meinung nach. Also mir wäre es lieber, wenn es nachts stockduster wäre, glaube ich. Ja. Dritte Frage. Links oder rechts einschlafen? Ich liege immer erst auf dem Rücken so ein bisschen und irgendwann lege ich mich dann auf die linke Seite und so schlafe ich auch eigentlich fast immer ein. Jo. Vierte Frage, Morgenmuffel oder gut gelaunt? Das ist situations- und uhrzeitabhängig und wie viel ich geschlafen habe und ob ich freiwillig aufgestanden bin oder ob mich jemand zwingt. Fünfmal die Woche. Oh, ich hab Hunger. Ja. Also, man sollte mich vielleicht nicht unbedingt direkt nach dem Aufstehen ansprechen, aber so generell, wenn ich geduscht habe und ein bisschen wach bin, dann geht das schon. Jo. Ja. Viel Schlaf oder wenig? Ich brauche so ein gesundes Mittelmaß. Also zu wenig schlafen ist bei mir nicht unbedingt toll, weil ich dann im Laufe des Tages irgendwann Kopfschmerzen kriege. Wenn ich allerdings zu lange schlafe, was bei mir irgendwie so ab 9 bis 10 Stunden so losgeht, dann habe ich direkt beim Aufwachen Kopfschmerzen. Wie ihr seht, habe ich oft Kopfschmerzen. Ja, also so Mittelmaß, ich denke mal so 6 bis 8 Stunden ist bei mir okay. Das ist gut. Ja, sechste Frage, Pyjama oder Nachthemd? Eigentlich weder noch, weil ich habe irgendwie lauter einzelne Hosen da rumfliegen in meiner Schublade und lauter einzelne T-Shirts und ich nehme mir dann irgendwas daraus, was halt so da ist. Muss auch nicht unbedingt zusammenpassen, finde ich, weil ich trage das ja nur zum Schlafen. Ja. Frage 7. Fernsehen im Bett? Wir haben einen Fernseher im Schlafzimmer.
Im Bett eigentlich nicht. Nein, Scherz beiseite. Also wir haben schon einen Fernseher, wie gesagt, im Schlafzimmer, aber wir gucken eigentlich nicht so direkt vorm Schlafen gehen dort. Wir gucken meistens im Wohnzimmer. Wenn allerdings mal irgendwas ist, dass ich irgend so eine Frauenserie gucken will, was weiß ich, Grey's Anatomy oder Private Practice oder so, dann bin ich meistens diejenige, die dann ins Schla Entschuldigung, ins Schlafzimmer geht und da guckt. Und mein Freund guckt dann irgendwas, Fußball oder so, im Wohnzimmer. Frage 8. Schnarchst, schmatzt oder redest du im Schlaf? Nein, nein und hin und wieder mal. Also es kommt schon mal vor, dass ich irgendwie so, wenn ich so halb schlafe und halb wach bin, aber schon irgendwie träume, dass ich dann irgendwie ein Wort sage oder ein Geräusch mache. Kommt aber nicht so oft vor. Ich glaube, letzte Nacht oder die davor soll ich angeblich zu meinem Freund gesagt haben, Vorsicht! Aber da weiß ich nichts mehr von. Meistens weiß ich das nachher noch. Gut, Frage 9. Wie viele Decken oder Kissen hast du im Bett? Also ich persönlich. Oder wir jetzt. Also wir, ich sag mal, wir haben. Also. Okay, jeder hat ein Kissen, dann liegt eins in der Mitte, weil mein Freund öfter so zu mir rüberrollt. Dann hat jeder eine Decke von uns und mein Freund hat noch so ein komisches Kissen, was er sich nachts so zwischen die Knie legt, wenn er auf der Seite schläft, weil das die Wirbelsäule irgendwie stabilisiert oder sowas. Keine Ahnung. Lustigerweise ist das auch egal, wie oft er sich nachts umdreht, dieses Kissen liegt immer zwischen seinen Knien. Ich weiß nicht, wie er das macht. Bei mir würde das wahrscheinlich irgendwann auf dem Boden liegen. Naja. Frage 10 habe ich im Grunde auch gerade schon beantwortet, mehrfach. Die Frage lautet, teilst du dein Bett oder schläfst du alleine? Ich teile mein Bett, unser Bett, mit meinem Freund. Frage 11, was brauchst du unbedingt, um schlafen zu können? Eine Decke und ein Kissen. Und im Winter noch ein Körnerkissen. Ansonsten eigentlich nichts. Ja. Ja, Tatsache, das waren jetzt alle Fragen. Und ich zappel schon wieder. Ich zappel in letzter Zeit immer, finde ich. Ich tagge Knuffi 2006. Ich tagge außerdem Kitty 150480, also Steffi. Dann tagge ich Ebruza, also Ebru. Entschuldigung, falls ich das jetzt falsch gesagt habe, aber wenigstens habe ich nicht Ebruza gesagt. Also, ich gebe mein Bestes. So, und ich tagge Magi. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht machst du ja mit. Würde mich freuen. So, und mehr Leute tagge ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wer jetzt sonst noch mitgemacht hat. Ich weiß, dass Sarah mitgemacht hat. Ich weiß, dass Pia nicht so gerne Tags macht. Und Jojo hat auch schon mitgemacht. Ja, also sonst fällt mir jetzt spontan keiner ein. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und auch alle anderen, die Bock drauf haben. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, weiterhin die Daumen drücken für die deutsche Mannschaft, fürs nächste Spiel am Samstag. Und ja. Dann verabschiede ich mich mit einem nicht so sehr lauten Schland.